Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit eurem Xaur. Und zwar in American Truck Simulator. Jawohl, liebe Leute. Denn wir haben das wunderschöne neue DLC bekommen. Oregon, richtig schön. Und wir sind schon auf einer Tour und fahren schon. Wir quälen gerade unseren wunderschönen Truck ab, der ja schwer geladen hat, also sehr schwer geladen hat, und fahren in Oregon. Was übrigens neuer Spielstand, also hier waren wir noch nicht, also vom Level her und von der Gegend her, und der Truck gehört leider auch nicht mir, sondern irgendjemand anderen, irgendeiner Firma oder so. Ja, genau. Und wir schauen uns mal das Add-on an, beziehungsweise DLC. Nicht nur eine Folge, sondern auch mehrere Folgen. Ich habe mal wieder Lust dazu, ein bisschen Truck Simulator zu spielen. Oh, was ist da los? Oh, falscher Knopf. ja, hier müssen wir raus. Genau. Und ich bin schon sehr gespannt. Es sieht ja so schon echt schick aus überall, muss ich sagen. So die Landschaft, die Bäume, die riesigen Brücken. Also das ist wirklich sensationell. Das ist wirklich sensationell. Schauen wir mal, dass wir mal... Dass ich euch mal ganz kurz zeige, was wir eigentlich haben. Hier, wir haben einen... Ja, einen Doppelauflieger. Ja, Auflieger nennt man das gar nicht, glaube ich, oder? Auf jeden Fall haben wir einen normalen Hänger, ja, und dann noch hinten noch einen dran, also einen Gigaliner. Deswegen haben wir auch so unglaublich schwer zu ziehen. Und schaut euch mal diese Landschaft an, das ist so sensationell. Gut, vielleicht nicht unbedingt gerade schön im Sinne von, oh, die Berge sind toll, sondern im Sinne von, boah, krass Stadt. Also das sieht echt cool aus. Jetzt habe ich kurz weggeschaut. Man fährt immer dahin, wo man hinschaut. Hat das schon mal gewusst? So, gehen wir mal in die Ego-Perspektive. So. Aber wir spielen das Ganze natürlich auch wieder mit Lenkrad. Fährt sich natürlich ein bisschen schöner so. Ich muss noch mal ein, zwei Sachen einstellen. Ein paar Sachen gefallen mir noch nicht, aber das ist nicht so wild. Um die Kurve, boah, ey, das Lenkrad geht voll schwer bei dem Truck. Was? So, ich glaube, wir müssen uns... Links einordnen. Das kam jetzt aber spät, ne, dass da nicht weitergeht. 45, wir müssen langsamer fahren. Das ist jetzt auch wieder eine Umstellung. Jetzt sind wir die ganze Zeit Euro Truck Simulator gefahren, ne? Und jetzt haben wir plötzlich wieder American Truck Simulator. Das bedeutet, wir haben wieder eine Umrechnung im Kopf. Jetzt war ich zu lang. Und dann nachher auch noch umstellen. Und zwar müssen wir jetzt Meilen haben wir jetzt. Also keine km/h, sondern Meilen. Das ist ein bisschen blöd. Weil ich glaube, ich habe auch vieles auf km/h umgestellt, aber das Taro, der Taro bleibt natürlich trotzdem auf Meilen stehen. Wobei das kleine ist km/h. Hey, das ist ja wie bei meinem Dodge. Bei meinem Dodge ist es auch so. Das kleine sind die km/h und das große sind die Meilen, also das, wo das Auto eigentlich herkommt. Da können wir ja da so ein bisschen gucken. Obwohl, wenn ich da hinschauen muss, dann kann ich auch gleich nach den Meilen schauen. Ich muss einfach auf die Verkehrsschilder ein bisschen achten. Wenn ich die dann immer sehe, dann passt das auch. Dann weiß ich, da ist jetzt 45. Also nur 45, mein Freund. Man darf ja nicht vergessen, 45 Meilen, das ist... Pff, das sind 90, glaube ich, knapp. Also knapp 90 sind das. Oder? 90? Ne, 70, glaube ich. Warte mal. 45? Ja doch, knapp 90 sind es, glaube ich. Also ungefähr, also nicht ganz, ja nicht ganz, dann sind es eher 80, 75, 70, boah. Was auch geil ist, sind die Autos, die hier fahren, ne? Das da ist ein Cadillac CTS, was haben wir hier? Das könnte ein billiger BMW sein. Das kommt da, oh.
Das war, glaube ich, ein Chrysler Liberant. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Das ist voll cool. Da haben wir ein Pickup, Ram. Oder es könnte ein Ford gewesen sein. Das ist schön. Man erkennt richtig die Modelle. Also ich kenne mich halt mit amerikanischen Modellen deutlich besser aus als mit europäischen Modellen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, das sind ja meistens immer nur so Replika, so Pseudo-Dinger, die so ähnlich aussehen. Aber bei amerikanischen Autos kann ich das hundertprozentig sagen, was das ist. Bei deutschen Autos kriege ich das nicht hin. Das ist immer so, keine Ahnung, ist das jetzt ein 3er, ein 5er, ist das vielleicht doch ein Audi, ich weiß es nicht. Bei den die Deutschen sehen alle gleich aus. Alle sehen sie gleich aus. Da gibt es keinen Unterschied. Hier, das sieht man sofort. Cadillac CTS, kein Problem. Sag mal, das könnte sogar eine Mercedes E-Klasse sein. Das erkenne sogar ich. Kombi, klar. Das erkenne sogar ich. Wie fahren wir denn? 80, okay. Muss so schnell fahren. Fahren alle so langsam, darf ich so schnell fahren? Das könnte ein Dacia gewesen. Oh! Hier wird sie hängen! Haha! Das erkennt man auch, das ist eindeutig ein Hummer. So. Haha! Ortschaft. Ey, wir dürfen doch nicht in die Ortschaft mit 89 km/h durchschiffern, oder? Da steht ein Schiff und ich sag schiffern. Ja, tatsächlich, wir dürfen hier 89 fahren. Das ist heftig. Da jetzt 35 Meilen, das müssten jetzt so um die 60 sein. 56, ja. Also 1 km/h sind ja 1,6 Meilen! Scheiße. Wisst ihr, was das für ein geiles Auto ist? Wer weiß es? Dodge Charger. Und zwar genau das Modell, was ich habe. 2014er, 2015er Modell. Ja, fahr doch. Will er fahren? Ist doch, alles ist gut. Wir können fahren. Sehr gut. Ja, ist gut. Ich habe vergessen, dass wir so viel schwere Ladung haben. Boah, das sieht so geil aus. Ich weiß nicht, ich kann mit deutschen Trucks nicht so viel anfangen. Ich finde amerikanische Trucks so geil. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ich kann die Leute aber verstehen, wenn sie deutsche Trucks cool finden. Ich verstehe das schon. Auch deutsche Busse und so. Das verstehe ich schon voll und ganz, aber ich weiß nicht, ich stehe halt einfach auf dieses ganze amerikanische Scheiß irgendwie. Keine Ahnung warum. So, wie weit haben wir es eigentlich noch? Keine Ahnung. Die ist gerade rot geworden, die Ampel. Aber die Stadt ist auch schön, gell? Mein Auto, so cool. Ich liebe dieses Auto. Dodge Charger. Da geht was. Yeehaw! Ja, der Mustang steht da. Ford F-150 oder 250 stand da. Das war cool, man erkennt die alle. Ja, das sind eindeutige Autos. Oh, das ist rot, das kann ich nicht mehr bremsen. Wenn man nicht auf den Straßenverkehr achtet, sondern auf alles andere. Voll cool mit Kreisverkehr.
45. Ah, das ist geil. Das habe ich schon öfters, habe ich schon, nicht öfters, sondern einmal schon gesehen. So eine Brücke. Ne, so eine. Wie nennt man das Teil denn jetzt? Hebebrücke. Hebebrücke, oder? Hebebrücke? Mit große Schiffe unten durchkommen. Schade, dass wir es jetzt leider nicht live sehen, wie das funktioniert. Da tuckert das Schiff. Das ist voll cool. Mich würde es ja mal interessieren, ob wir ins Wasser fahren könnten. So. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hinfahren. Also ich habe keinen Plan. Ich fahre einfach dem Navi danach. Ich habe keine Karten oder sowas. Ich vertraue einfach dem Navi. Das wird schon wissen, wo es hingeht. Ah! Da sind wir ja schon. Das ist ja wunderbar. Das ist ja wunderbar. Walbert! Still bleiben. So. Chill das nicht? Ich muss nochmal ein Stück zurückfahren. So, wo dürfen wir es denn hinstellen? Einmal hier oder hier? Ja, dann stellen wir es doch da hinten hin. Müssen wir nur gucken. Wir haben natürlich einen sehr großen Überstand. Wer baut denn sowas? Bleiben wir doch garantiert hängen. Schauen wir mal. Boah, aber das ist mal gemessen, ey. Alter Schwede. So, linke Seite. Da haben wir ja einen Raptor, hier haben wir einen Jeep Wrangler, Range Rover, aber jetzt nichts Besonderes. Sondern eher britisch, da haben wir einen Jeep Mustang, 2005er Modell. Da haben wir Post FedEx. So. Ja, wunderschön. Liefern wir mal ab. Also laufen ja Leute. Sehr erschreckend. So. Dim. Sehr schön. So, genau. Mein Ziel ist natürlich wieder eine eigene Firma zu gründen. Mit 10.000 wird das noch nichts. Also muss man noch weiterarbeiten. Irgendwas Schönes suchen. Was könnte man denn hier? Warte mal. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ach, das ist eigentlich uninteressant. Weil wir ja eh immer dorthin gehen, wo wir gebraucht werden. Was haben wir denn hier? 3000, das ist nicht so weit. Das könnten wir vielleicht noch in der Folge reinpacken. So, dann machen wir das. Let's go. Lüftungsschächte. Was ist sowas? Schauen wir mal ganz kurz, was wir da so haben. Boah, alter Schwede. Ja, ich muss dazu sagen, wir haben auch das die anderen DLC. Aber ich glaube, das gehört noch gar nicht zu Heavy Cargo dazu. Na gut. Dann wollen wir mal. Ah ja, schauen wir einmal ganz kurz auf die Karte. Also wir fahren eigentlich die Route 5 runter. Ah, das ist wirklich nicht so weit. Das haben wir schnell gerockt.
Guck mal, einmal müssen wir uns das mal anschauen, wie sich das bewegt. Guck mal, kommen wir hier schon rum. Ne, da kommen wir nicht rum. Ganz toll. Dann fahren wir einmal um den Block hier, oder? Das müsste gehen. Oh, der Sound. Aber die Hupen finde ich viel zu lasch. Habt ihr mal so amerikanische LKW-Hupen gehört? Ah, da fliegen einem die Ohren weg. Da hätten wir auch rausgekommen, sehe ich gerade. Gleise! Ich hoffe, da kommt jetzt kein Zug. Boah, der hat er auch zu ziehen, ne? Nicht vergessen, in Amerika, da darf man rechts abbiegen jederzeit. Egal, ob da rot ist oder grün ist, das spielt keine Rolle. In Amerika darf man rechts immer abbiegen. Das sollte es in Deutschland auch geben, aber das kriegen wir wahrscheinlich nicht hin. Wie oft man an der Ampel steht und rechts abbiegen will und nicht darf. Es rot ist, aber es kommt nichts. Boah, dieser Sound ist schon echt klasse. Auf geht's! So, ja, da fahren wir jetzt die den Highway 5. Obwohl, das ist wahrscheinlich gar nicht. Ja, Highway, oder? Highway ist das schon. Oh, wir müssen eins rüber.
Ich bin jetzt gar nicht sicher, nennt man das Highway? Weil Highway ist ja. Ja doch, eigentlich. Ich glaube, das ist schon der Highway. Oder ist das. Nee, warte mal, das ist, oder ist das die Fast Lane? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Bei denen gibt es ja Fast Lane und Highway. Highway ist ja meistens ja wirklich dann. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann mich ja jemand mal aufklären. So, 80. Ja, warte mal. Was dürfen wir fahren? Ich weiß nicht. Ah, hier. 50. Das sind viel zu schnell. Sollen wir bremsen? Ah! Bremsen ist sowas für ein Weicher, ja. Nee, lieber. Wir wollen ja keine Strafzettel kassieren. In Amerika sind Strafzettel immer sehr, sehr, sehr teuer. Macht echt viel Spaß, einen Strafzettel zu kriegen. Ist auch geil hier diese Brücke. Schau mal, wir haben hier eine untere Brücke, ja, also einen unteren Bereich, das ist für in die Richtung, und über uns ist ja auch eine Autobahn, die geht in die andere Richtung. Hammermäßig. So genial, ne? Da braucht man weniger Platz, aber man hat so viele Spuren. Ich vermute mal, wir müssen hier rechts vorbei. Regen. Hä, ja, das sind die Cops. Muss gehen. Oh, warte, Licht. Oh. Fernlicht muss jetzt nicht sein. Ah, jetzt darf man 60 fahren. Sehr schön. Dass jetzt bergauf geht. Ah, die überholen mich. Zum Glück gibt es auch kein Rechtsfahrgebot, deswegen ist es völlig egal, ob ich auf der linken Spur fahre oder auf der rechten Spur. Das interessiert dort keinen. Wenn man eh auf jeder Spur nur dieselbe Geschwindigkeit fahren darf. Sehr schön. Ja, also mein Fazit, ersten paar Runden, es macht so viel Spaß. Aber das ist halt ein Spiel, was man nicht dauerhaft spielen kann. Ne? Eigentlich ist das so ein Spiel, was man immer wieder mal spielen kann. Aber jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen mit hinten. Mit dem Schild. Dann geht. Erster Aufenthalt in Salem. Das klingt jetzt gar nicht so amerikanisch. Wir hinten noch voll über die Kreuzung drüber, oder? Naja. Rechts abbiegen nicht erlaubt. Was, wenn ein Tor hoch? Hier, der will auch rechts abbiegen. Kann aber noch nicht. Weil hier nur andere Autos kommen. Hamburger! Oh, geil. Race Hamburger. Machen wir mal so richtig amerikanischen Talk. Oder dann Deutsch Magnum.
Ja, macht schon Laune. Also, wir haben das ja damals mal so ein bisschen gemacht, das war eigentlich ziemlich lustig. Wir hatten da so Themen gemacht, ne? Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass wir gesagt haben, über welches Thema soll ich so reden. Fällt euch was ein, dann könnt ihr mir das schreiben. Zum Beispiel, was sagst du? Weiß ich nicht, was ist momentan so Thema aktuell? Was, wie findest du die Merkel oder sowas? Keine Ahnung. So als Beispiel jetzt. Oder magst du Katzen? Solche Sachen, ja. Das könnte man machen, das könnte er schreiben. Und dann kann ich so ein bisschen was drüber erzählen. Das war eigentlich letztes Mal ziemlich cool gewesen, also beim ETS. Und wir müssen mal gucken, wie wir was machen. Ne? Ich habe schon mal überlegt, ob ich so einen Simulator-Tag draus mache, wo ich dann einfach Simulationsspiele spiele, so abwechselnd. Also was ja auch noch aussteht, ist ja Train Simulator. Viele haben gesagt, Train Simulator ist vielleicht jetzt nicht so das geilste Spiel, aber so ein bisschen könnte man mal was machen, so zwei, drei Strecken mal, zumindest mal das Spiel anschauen. Weil das ist schon ziemlich cool, das neue Train Sim World, neu in Anführungszeichen. Und dass man halt einfach so ein bisschen Abwechslung reinbringt, dass wir nicht jeden Tag dann Truck Simulator haben. Das vor uns war übrigens ein Pontiac. Eins der letzten Pontiacs, die rausgekommen sind. Das war eigentlich so ein Versuch, nochmal Pontiac aufleben zu lassen. Hat aber nicht geklappt. Das war ja ein Desaster. Das liegt aber ein bisschen daran, weil das Auto hässlich ist wie die Nacht. Naja, die Nacht ist eigentlich gar nicht so hässlich. Also es war wirklich hässlich. Also müsst ihr mal eingeben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Modell heißt, aber gib mal Pontiac ein, letztes Modell oder irgendwie sowas. Und das Ding ist so hässlich, Leute. Es ist so hässlich. Und ja, das war da eigentlich so der letzte Versuch, nochmal die Firma irgendwie zu retten. Hat aber nicht geklappt. Und dann haben sie Pontiac endgültig verabschiedet. Was eigentlich sehr schade ist, also wenn man an die 70er, 60er denkt, hatte Pontiac so krasse Autos, also wirklich sehr geile Autos. Echt mega schade, was da passiert ist. Aber naja, so ist das halt. Lincoln ja jetzt auch, ne? Lincoln, vielleicht kennt einer die Marke, Luxusmarke, neben Cadillac. Müssen wir hier rein? Also Cadillac und Lincoln sind eigentlich so die zwei Luxusmarken in Amerika. Und Lincoln gab es eigentlich sehr lange nicht mehr. Also die letzten Lincoln-Modelle, die waren eigentlich schon sehr weit weg. Und warte mal, wo haben wir. Das ist so lustig, überspringen. Hier hinten. Einfach nur reinfahren. Und ja. Sollen wir mal ganz kurz gucken, dass wir hinten nicht anecken. Na, ja, geht. Und genau. Und jetzt vor kurzem, also vor kurzem ist gut, aber gar nicht so lang her, haben sie beschlossen, Lincoln auch wieder aufleben zu lassen. Und die Modelle sehen auch echt gut aus, die neuen Lincoln-Modelle. Und sie sind echt schick und haben auch extrem viel Ausstattung. Ich würde jetzt sagen, die kommen zwar nicht an Cadillac ran, das nicht, aber sind auf jeden Fall eine sehr gute Alternative zu Cadillac. Müssen wir ganz kurz gucken. Wie stehen wir denn? Zählt das nicht? Stehen wahrscheinlich zu schief, oder? Ja, toll. Fahren wir mit so einem Trailer dann rückwärts.
Ha! Gott sei Dank. So, ja, liebe Leute, wir sind am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das ein Like da lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge morgen. Und dann fahren wir noch ein bisschen rum. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das ein Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.